Hey Leute, ich habe heute einen zweiten Teil von meinem Doreen Bees Haul. Der erste Teil, der müsste mittlerweile auch schon online sein. Ich weiß nicht, in welchem Abstand ich ihn nacheinander jetzt hochlade. Aber ich muss sagen, den ersten Teil, da hatte ich noch nicht gesagt, dass es einen zweiten Teil gibt, weil ich nicht wusste, dass die Päckchen alle so schnell nach und nach ankommen. Und ja, ich fange einfach mal an mit den Sachen. Also ich habe einmal hier ein kleines Päckchen und hier noch einen großen Eimer. Ich fange mal an mit den Sachen aus dem Eimer. Viele sind so für 80 Cent im Wochenenddeal gewesen. Genauso auch diese Kistchen. Die fand ich total schön. Das sind so Papierkisten. Recht stabil. Haben diese Nummer. Und ich packe sie mal auf. Und ja, wie gesagt, die sind so schön klein, so recht stabil. Also ihr seht, das ist so richtig fester Pappe. Und davon zwei Stück, die will ich bemalen, verzieren. Die haben außen so ein bisschen so eine Leinwandstruktur. Finde ich total süß. Vielleicht werde ich mir davon noch mehr besorgen und sie irgendwann verkaufen. Was ich auch generell mit meinem Bastelzeug irgendwann vorhabe. Dann habe ich mir Sticker gekauft und zwar mit dieser Nummer. Und auch hier packe ich sie aus. Das sind so ABC und 1, 2, 3 Sticker. In schön bunt. Und hier unten noch so kleine Gesichtchen. Mit Pandas, mit Smileys, mit, ich glaube, Katzengesichtern gibt es auch. Und auf jeden Fall ganz, ganz viel Kawaii. Und musste ich einfach haben. Und total süß. Dann mit dieser Nummer. Ich hoffe, ihr könnt die Nummern erkennen. Wenn nicht, müsst ihr kurz pausieren und ranzoomen. Eventuell. Und ich glaube, eigentlich brauche ich die gar nicht auspacken, weil ihr seht, das ist so ein schöne bunte, regenbogenfarbene Herzchen. In ganz vielen verschiedenen Farben, ein bisschen, also in zwei verschiedenen Größen. Und da sind zwei Bögen von drin und finde ich total süß. Das gleiche mit Blümchen, mit dieser Nummer. Und auch, es sind jeweils immer zwei Bögen drin. Und ich glaube, das sind sogar eher Sternchen anstatt Blümchen. Aber egal, auf jeden Fall super schön, super bunt und super süß. Dann, also die, ich glaube, die Sticker hatte ich nicht im Wochenenddeal. Die habe ich einfach so dazu bestellt. Und dann auch, was definitiv im Wochenenddeal waren, waren diese riesen Holzperlen. Ich habe mich am Anfang so, oh, was mache ich denn mit den riesen Holzperlen? Ich weiß es selbst noch nicht so genau, was ich mit den großen Perlen mache, aber mir fällt bestimmt was ein, weil ich will so ein bisschen Deko auch für zu Hause machen, so ein bisschen jahreszeitenmäßig. Und da sind die schön sommerlichen Farben in dieser Nummer. Es sind 50 Stück da drin und super schön, auch orange, so ein bisschen für Herbst, Halloween-mäßig. Werde ich mal gucken, was ich genau mitmachen werde. Dann noch einmal Sticker mit kleinen Tierchen. Ich glaube, das war so einer von diesen random Stickern, wo es 4, 5 Stück gibt. Das sind Hündchen. Wir haben diese Nummer. Und auch total süß, total kawaii. Ein Bogen. Dann einen kleinen Organza-Sack. Die Organza-Säcke, die lasse ich dann mal erstmal zu. Dann habe ich 10 Glaskabochons in viereckig mit dieser Nummer. Pack sie mal aus. Die sind nochmal extra in so einer Luftpolsterfolie eingepackt und das sind halt so große Glas-Cabochons und finde ich total toll. Und ja, sie sind so leicht lupenartig, werde ich auch zum Basteln benutzen. Ist ja logisch, das ist ja alles Bastelzeug, aber gut. Dann habe ich Haarnadeln bestellt. Die gab es definitiv auch im Wochenenddeal und die fand ich recht schön. Die passen so ein bisschen manchmal zu meinem Gothic-Stil, wenn ich so auf diesen edleren Sachen bin. Es sind 5 Stück drin mit dieser Nummer. Und ja, also auch wenn ihr mich in den Videos seltener mit dem Gothic-Stil seht, es liegt einfach daran, dass ich viel ja, bei der Arbeit oder so das lassen muss. Und ja, dennoch versuche ich privat das noch ein bisschen auszuleben. Aber gut, das sind halt so kleine Röschen mit Glitzer. Und finde ich total süß. 5 Stück davon, wie gesagt. Und ja. Dann habe ich hier einmal Tüten.
in verschiedenen Farben mit Punkten. Sind insgesamt 20 Stück drin. Finde ich total süß zum Verpacken. Und es sind halt so Papiertüten in Grau, Petrol, Lila, also dieses Lila, das Grau. Dann haben wir hier so ein schönes Petrol. Orange und Schwarz. Finde ich total süß. Sind immer praktisch, wenn man mal Kleinigkeiten verpacken will. Und ja. Definitiv ein Must-Have für Leute, die nicht mehr langweilige Verpackungen machen wollen. Dann ein 5000 Stück Beutel von so Konfetti-Dinger. Die waren auch für 80 Cent oder so. Also das war deutlich günstiger als in den 1-Euro-Läden. Diese Nummer. Und das werde ich mir eher Richtung Weihnachten wegpacken. Aber für den Preis musste ich sie holen. Und es war halt ein Wochenenddeal. Und ja. Generell muss ich sagen, es sind viele Weihnachtssachen im Wochenenddeal. Was ich vielleicht verstehe, weil die ja die Sachen aus dem Bestand haben wollen. Aber ansonsten, ja. Dann habe ich mir bunte Holzstiele besorgt. Die haben 2, 4, 6 Farben. Ist halt ein Paket, deswegen steht da Quantity 1. Die Nummer. Und ja, diese Farben sind super schön bunt, kräftig und ja. Werde ich definitiv auch bald verarbeiten. Dann habe ich Herzstanzerchen geholt. Das war 2 Stück in einem. Keine Ahnung, warum 2 Stück, aber okay. Hier ist die Nummer. Und es sind halt auch 2-mal rote, also an sich ja nichts Besonderes, aber es sind halt. Ich packe ihn mal raus. Es ist ein super süßer kleiner Stanzer mit einem super süßen kleinen Herz. Den anderen werde ich aufheben und verschenken, denke ich mal, oder verlosen. Ich weiß es noch nicht. Und ja. Dann habe ich hier so eine Baumwollschnur in Rot-Pink. In Weiß-Pink, warum ist ja nicht Rot-Pink, ist Weiß-Pink. Oder soll das Rot? Nee, es ist Pink. Und total schön, das ist definitiv einiges drauf, wenn ihr die Dicke seht. Und da ist dann auch die Nummer. Blaue Holzperlen, 10 Stück, auch super schön, Mintfarben mit dieser Nummer. Die waren auch definitiv im Wochenend-Sale, ansonsten ziemlich selten nach Holzperlen. Und ja, dann nochmal Holzstäbchen. Ich glaube, die waren beide auf dem Wochenenddeal. Das sind aber dünnere, das sind 2 Packungen. Das sind diese, ja, diese kleinen Eisstiele. Das andere waren dicke. Und die haben diese Nummer. Und die verwende ich auch gerne für Fimo-Eis. Schneide ich halt vorne, hinten ein Stück ab. Und nehme dann halt die Ecken mit den, also das vordere Ende und das hintere Ende. Und den Mittelteil gerne zum Rühren, zum irgendwas verstärken und ja. Dann haben wir hier Quantity 2, so Silberketten in dieser Stärke. Ich hoffe, ihr habt die nochmal sehen können. Und das sind halt, ja, wie gesagt, diese Stärke. Und davon halt 2 Stück. Ich weiß nicht, wie lang sie genau sind. Ich glaube, Meter. 2 Meter oder 2 Yard. Und ja, dann haben wir noch gelbe Holzperlen. Das sind 500 Stück mit dieser Nummer. Finde ich auch super schön für den Frühling oder Sommer auch. Und ja, sind leicht flach. Und solche Perlen, finde ich, kann man auch super als Augen für irgendwas benutzen. Dann haben wir grüne Holzperlen, 20 Stück mit dieser Nummer, auch super frisch, finde ich, erinnert mich so ein bisschen an Apfelgrün. Dann habe ich hier einmal so Milch-Make-up-Creme, die hatte ich, glaube ich, auch am Wochenenddeal. Und ich dachte eigentlich, es wären trockene Make-up-Schwämme und ja, das sind so Reinigungsschwämme. Clean for Nature steht da und mehr kann ich nicht lesen. Deep Cleansing with Milk.
So sehen sie aus, sind zwei Stück drin. Haben diese Nummer. Waren im Wochenenddeal und ich dachte eigentlich, es wäre ein trockener Make-up-Schwämmchen, damit ich es zum Basteln oder für Nailart benutzen kann. Aber jetzt muss ich gucken, was ich damit mache. Es war halt irgendwie so ein bisschen Fellkauf, aber für 80 Cent ist es in Ordnung. Dann einmal dieses Rad. Das hatte ich schon mal gezeigt. Ich weiß auch nicht, entweder haben sie es zweimal reingepackt oder ich hatte es mir wirklich nochmal bestellt aus Versehen. Und ja, sind eigentlich für Nailart, aber das sind halt so weiße Halbperlen. Und somit auch super schön. Dann 10 weiße Reißverschlüsse. Ich glaube, die sind 20 cm lang. Wenn ich irgendwo die Nummer zu kurz in die Kamera gehalten habe, entweder Pause drücken oder mich einfach in den Kommentaren anschreiben, dann schreibe ich die Nummer irgendwie eventuell in die Infobox oder so. Und ja, die sind schon recht lang, die Reißverschlüsse. Und ja, weiße Reißverschlüsse. Dann habe ich eine Silikonform gekauft. Die war definitiv nicht im Wochenendstil, aber ich wollte sie haben mit dieser Nummer. Das ist eine Silikonform mit Blättern. Ich glaube eigentlich für Schokolade. Ich werde mir wahrscheinlich diese hier für Resin benutzen. Eventuell mir noch eine zweite wirklich für Schokolade oder zum Backen oder so benutzen. Aber ich finde die auch total schön. Kann man sommerliche Sachen machen, damit kann man herbstliche Sachen machen, je nachdem welche Farben man nimmt. Und die Blätter haben auch eine super schöne Struktur innen, falls ihr das seht. Also das, was hier außen oben ist, ist auch innen drinnen und finde ich total schön. Dann haben wir einen Zettel, zwei Zettel. Okay, also das hier waren zwei Bestellungen, glaube ich, oder drei. Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Das kommt davon, wenn man alles so stürmisch auseinander macht. Also eine Bestellung. Und das andere ist eine zweite Bestellung gewesen. Und ja, dann waren das nur zwei. Dann habe ich hier Quantity 2. Das sind 2x6 Blätter von Sticker. Diese Nummer. Und zwar sind das so kleine Sticker hier hinten. Sieht man dann auch, was es genau für Blätter sind. Und das sind so Rahmen, sind Dreiecke, sind Vierecke, sind Kreise. Finde ich total cool zum Verzieren, zum Verschließen, so um kleine Akzente zu setzen. Richtig toll. Dann haben wir hier einmal Herzchen-Sticker mit dieser Nummer. Ich glaube, viele Sticker habe ich einfach so dazu gepackt, um irgendwie mal 10 oder 15 Euro voll zu kriegen. Genau, dann haben wir hier neongelbe Hotfix-Steine. Ich weiß immer noch nicht, warum sie Hotfix heißen. Das sind auf jeden Fall die, die so eine leichte Diamantenoptik haben. Habe ich mir schon ein paar Farben bestellt und das sind 1000 Stück mit dieser Nummer und halt in einem richtig krassen Neongelb. Auch richtig cool. Dann zwei Sträußchen Blümchen. Und zwar sind das so Kunstblumen, ist ja logisch. Und ich glaube, das ist so eine Art Papierstoff, irgendwas. Und die sehen ganz süß aus. Und das sind halt, jeweils glaube ich, 2, 3, 5, 6 einzelne Blüten. Und die haben in der Mitte eine Perle und total süß. Und kann man super zum Verzieren benutzen. Das Ganze nochmal in einer anderen Variante. Hier einmal die Nummer. Und dann hole ich sie auch noch raus. Hier sieht es um mich herum aus wegen den ganzen Beuteln und Tütchen und den Zetteln und alles Mögliche. So, eins ist noch drin und das andere, das sind jeweils 2, 3, auch wieder 6 Stück. Und die haben aber so Stempel in der Mitte, die mich ein bisschen an Streichhölzer erinnern. Und ja, auch total niedlich, so ein bisschen zweifarbig und ganz, ganz süß. Dann einmal Halsketten in so einem Velour, glaube ich, oder Kunst,
Wildleder-Ding mit diesem. Und das hat eine richtig schöne Farbe. Das sind auf jeden Fall 10 Stück. Das sind halt Halsketten. Und die haben halt dieses pinke Magenta. Und sie sind jetzt auch nicht ganz so lang. Also wenn man sie zumacht, sie hängen halt... Ja, sie sind in etwa ein Stück kürzer als meine Kette. Und total schön. Ich kann sie ja richtig umlegen. Also wenn ich sie richtig ummachen würde, ja doch in etwa wie meine Kette. Und ist halt sehr weich, sehr, finde ich eigentlich sogar sehr gut gearbeitet. Und ja... Dann ein Anhänger, den war auch definitiv im Wochenenddeal. Da habe ich nicht gesehen, dass es nur einer ist. Sonst hätte ich ihn mir wahrscheinlich nicht bestellt. Das ist aber so ein süßes Herzchen. Ich denke mal, das werde ich einfach so an eine Kette machen und das selbst als Kette tragen, weil das total süß ist. Dann habe ich mir noch eine Kette bestellt, weil ich auch den Modeschmuck von denen recht schön fand. Hat diese Nummer. Und es ist eine schöne Mondkette in so einem Bronzefarben. Und da ist so ein schöner Stein, wie so ein Eiskristall, sage ich schon, wie so ein Bergkristall. Ich weiß nicht genau, was es ist. Da müsste ich mal gucken. Quarz. Also es ist ein Quarzstein und finde ich total schön. Total. Hat so ein bisschen was Esoterisches und genau das mag ich daran. So, dann noch zwei Sachen. Und der Organza sagt, dann ist die Tüte hier wenigstens leer. Dann habe ich hier 10, das sind glaube ich Acryl-Anhänger. Diese Nummer und dann seht ihr es auch schon, das sind so schöne einfache Sternchen. Kann man überall mit dranhängen und ja, sind halt so 10 Sternchen. Finde ich auch total niedlich, sind super. Dann habe ich eine Kette auch wieder mit so dicken Teilen. Ich finde die ja super zum Verzieren. Ich habe jetzt mittlerweile eine Verwendung gefunden, dass ich sie entweder an Kleidung mache oder auch an Kisten stückweise, dass sie so leicht runterhängen. Und ja, das ist eine schöne, dicke Schnurkette, die recht lang ist und gut zum Verzieren sein wird, weil ich finde so um den Hals... Finde ich, sehen so dicke Ketten nichts aus. Genau. Dann ist der Eimer hier leer. Habe ich hier noch einen kleinen Organza-Sack. Der ist super süß und pink. Also dieses Pink von dem Organza-Sack ist richtig knallig pink und finde ich richtig toll. Und es sind einmal diese Plättchen hier. Ich glaube, die waren auf meiner Wunschliste. Und so Harzplättchen, Plättchen so rum, so rot. So, also, ja, ich hol mal eins raus. Das sind halt so rote Plättchen, auf der Rückseite halt Silber. Und total schön, sind 200 Stück drin, also die werden mir ein bisschen reichen. Super für Karten, genial. Dann habe ich noch Baumwollschnur. So, die Nummer. Ich weiß jetzt nur nicht, sind es 10 Stück oder 10 Meter? Ich glaube, es sind 10 Meter oder 10 Yard. Ja, also ich denke mal, das ist, genau, es ist ein Strang. Entweder 10 Meter oder 10 Yard und es ist so blau gestreift mit, nein, das ist geflochten, blau, lila, weiß und grau. Finde ich total schön. Und ja. Dann ein Strang türkisfarbene Glasperlen. Ich glaube, die brauche ich auch nicht rausholen. Die sieht man sehr gut und die finde ich super toll. Ich glaube, das hatte ich ja rote schon in der Form. Und ja, die waren auch gut. Und dann habe ich 2 Schokerketten, weil die einfach total toll sind und ich Schokerketten mag. Die haben sogar noch einen Anhänger und ich habe mir mal eine versucht selbst zu machen, die war ganz schön. Aber die ist irgendwann auseinandergegangen und ja. Einmal die mit der Nummer.
Die hat ein Pentagramm hängen. Und einmal die mit der Nummer, die hat so eine... dieses Ding hier. Ich hole die Ketten auch nochmal raus. Also die eine hat hier diese Trieszeichen, heißt es, glaube ich. Das war die zweite, die ich gezeigt habe. Und ich kann sie ja mal auch umlegen, weil ich finde die total schön. Mal gucken, wie sie überhaupt am Hals sitzen. Und die waren echt überhaupt nicht teuer. Ich weiß jetzt nicht, wenn man sie so hier irgendwo kaufen kann, wie teuer sie sind. Aber hier, ich finde die total schön. Und die kann man auch super mit anderen Ketten verbinden, finde ich. Und sie schmeicheln den Hals. Ich wollte früher als Kind schon immer so welche. Und jetzt habe ich mir halt das Ganze erfüllt mit einmal dem Trieszeichen und einmal dem Pentagramm. Und das finde ich halt total toll, weil ich beide Zeichen super finde. Und ja, kann ich immer mal wechseln. Kann halt meine normale Kette auch dazu anziehen. Und ja, ich mag Chokerketten. Und ich muss aufpassen, ich fange hier an, mit dem Plastik über der Kerze zu schweben. Ich stelle mal die Kerze ein Stück weiter weg, bevor mir wirklich noch was anfackelt. So, das war alles, was ich jetzt erstmal gesammelt hatte. Und jetzt kommt hier noch eine Kiste. War auch viel im Wochenendspiel, wie zum Beispiel diese Trinkhalme. Das sind weiße Röhren einfach, sind ein Paket. Das sind weiße Papierhalme. Finde ich zum Trinken nicht so super geeignet, so Papierhalme. Aber ich finde sie zum Basteln von zum Beispiel Sonnenschirmen oder so bei Strandthemen richtig toll. Und sie sind auch recht stabil. Und ich weiß gar nicht, wie viel da genau drin sind. Ja, ich vermute mal etwa 20 Stück. 20, 25 Stück. Und ja, dann habe ich hier 10 Reißverschlüsse in Braun. Braun ist jetzt nicht so meine Lieblingsfarbe. Und ich glaube, weil dieses Paket so fett ist im Verhältnis, genau, sind das auch ewig lange Reißverschlüsse. Oder ist es eine? Ah, okay. Ich habe es verstanden. Es ist ein Reißverschluss mit 10 Metern, wie ihr hier seht. Gut, es hat halt nur 80 Cent gekostet, aber hier fehlen zum Beispiel die Schieber vorne und hinten. Das heißt, man kann sich zurecht schneiden, muss halt gucken, wo man den Schieber herkriegt. Und dann kann man aus diesen 10 Yard eventuell oder Meter selbst was machen. So, kurz geantwortet. Dann roter Reißverschluss. Hier steht auch 10 drin. Ich glaube, diesmal sind das wirklich 10 Stück. Ich finde das Rot total schön. Und ja, diesmal sind das wirklich 10 Stück. Mit auch diesen Schiebern dran. Und ja. Dann haben wir 2 Beutel, die ich total schön finde. Die werden auch im Wochenende, sonst wäre ich da wahrscheinlich nie drüber gefallen. Das sind so Schmuckbeutel, so Samtbeutel in Weiß und ja, finde ich total knuddelig, weich und weiß noch nicht, was ich reintun soll. Und nochmal einen Moment. So, genug geantwortet und jetzt weiter. Genau, dann habe ich hier die gleiche Schnur, die wir auch in Weiß-Pink, einmal in Weiß-Braun.
So, genau, also einmal diese braune Schnur. Dann habe ich super süße Muffinförmchen. Ich glaube, das sind 100 Stück, weil hier steht nur ein Paket. Und ich hole sie mal raus. Und das sind halt hier mit Punkten und total knuffig. Und ich finde die Verpackung auch toll, weil somit die Muffinförmchen gut auch im Schrank verstaubar sind. Und da muss ich echt sagen, das ist eine super Idee, das in einer festen Plastikbox zu tun, wo ich jetzt den Deckel nicht mehr drauf kriege. Kann ich mich später drum kümmern. Dann diese Samtbeutel nochmal in Braun. Auch wahrscheinlich total weich, ich will sie jetzt nicht auspacken. Und ja. Hier haben wir einmal den Bestellschein. Dann haben wir hier Perlen. Ich glaube, das sind Kunststoffperlen. Es sind auf jeden Fall 100 Stück drin. Und ihr seht, das sind Meerestiere in ganz vielen bunten Farben. Und ja, ich glaube, es ist definitiv Plastik vorm Anfassen. Ja, es wird Plastik sein. Finde ich total süß mit Seesternen, Muscheln, anderen Muscheln und ja. Schön bunt, schön sommerlich, schön Pastellfarb. Oh. Dann kleine Holzperlen und zwar 700 Stück in Mixfarben, finde ich auch total schön. Kann man auch für alles benutzen, zum Dranhängen, zum Zwischenhängen. Sind grün, hellere grün, blau, dunklere blau, grau, rot, weiß und ein sehr dunkles blau. Total schön. Dann 1000 Stück von diesen diamantförmigen Perlen. Also die sehen so aus. Ich weiß nicht, wie man diese genau nennt, aber ich weiß, dass man die ganz, ganz oft auch für Perlensterne braucht. Und hauptsächlich dafür habe ich sie mir besorgt. Die sind sehr, sehr sommerliche Farben zwar, aber kann man auch schöne bunte Perlensterne mitmachen. Und ich werde nicht fertig mit dem Schreiben. So, dann Knopfblumen oder doch Perlen, ich weiß nicht, ich glaube, das sind Perlen. Die sind auch schön von der Form her, schön von der Farbe, weil die schön pastellig sind. Mit dieser Nummer sind 100 Stück drin und sind sehr, sehr schöne fröhliche, ja auch, und frühlingshafte Farben. Und ja, dann haben wir hier noch einen großen Organza-Sack in einem Blau, das ich auch nicht schlecht finde. Und da haben wir einmal Kette. Und zwar eine Kette. Also Quantity One. Das war auch Wochenendlieb. Und ich glaube, das ist sogar echtes Silber. Ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Pack's mal aus. Und nein, das sind ganz viele Armbänder. Ah, okay. 2, 4, 6, 10, 11. Ich hoffe, da sollte keine 12. dran sein, weil dann haben sie mich beschissen. Oh Mann, aber das sind hier so schöne Armbänder für Battle-Armbänder. Und ja, finde ich ganz toll. Kann man auch, wenn man sie verkaufen möchte, da wieder dran machen. Und ich glaube, sie haben echt eine vergessen, aber es war Wochenend-Deal. Ansonsten würde ich mir das nicht holen. Und ja.
Finde ich wunderschön und passen super um den Arm, finde ich auch. Und ja, sehen definitiv nicht billig aus. So, dann habe ich Perlen oder eine Perlenschnur. Nein, das ist eine Perlenschnur. Zwei, wahrscheinlich wegen 2 Metern oder so. So, das ist es, die Nummer. Und so sieht die Schnur aus. Das finde ich total toll zum Verzieren. Sind halt in etwa 2 Meter. Und ist halt aus Acryl oder Harz oder so. Und mit, ich glaube, einer Plastikschnur in der Mitte rein. Und wie gesagt, total schön zum Verzieren. Dann haben wir noch eine PU-Schnur. Ich glaube, so eine hatte ich schon mal oder habe ich mit einem ähnlichen oder im gleichen Muster. Und ja, das ist es. Ich glaube, das Muster ist ähnlich, sehr, sehr ähnlich. Aber die andere ist etwas dicker gewesen von der Breite her. Und das ist das Muster und das ist halt dieses PU-Material und ich finde mittlerweile eine Verwendung dafür, denn das kann man auch super an Kisten kleben. Dann haben wir noch so Gummi-Halsketten-Dinge. 20 Stück. Hier einmal die Nummer. Und ich fädel mal eine raus und zwar sind das diese dünnen Gummiketten, die auch nur ganz eng anliegen, nicht so, naja doch, sie liegen doch recht weit an. Und es ist halt Gummi und ist auf der einen Seite muss man es halt dann später einfach da reinfädeln und dann zuquetschen. Und dann ist es zu. So geht es halt nur ab. Auf der anderen Seite ist es schon zugequetscht und da kann man halt auffädeln, was man möchte und dann, ja, 20 Stück davon. Dann habe ich einen Strang Perlen. Und zwar ist das ein sehr, sehr kleiner Strang, finde ich. So, das hier. Und zwar sind das diese Totenkopfperlen. Und sie sind, ich weiß nicht, aus was für einem Material, so Stein oder so. Und ich finde die total süß. In einem Türkis. Und ja, wie gesagt, total süß und ja, voll mein Fall. Irgendwie. Dann noch 5 Kleinigkeiten. Und zwar einmal, da steht Quantity 2, aber es sind irgendwie 4 Perlen. Da müsste ich jetzt mal nachgucken, was das sein soll. Weil das wundert mich gerade. Ah, okay, das sind Süßwasserperlen, deswegen sind es wahrscheinlich nur so wenige. Und genau, steht zwar Quantity 2, aber es sind 4 Stück drin. Und die waren auch wahrscheinlich im Wochenenddeal. Und ja, es sind halt Süßwasserperlen mit, ja, so leicht ange... Also die eine Seite so leicht abgeflacht. Und in so einem super schönen dunklen Lila. Dann Schrauben, das sollen glaube ich Perlen sein, aber bei den letzten Schrauben waren auch keine Löcher drin. Und auch hier wieder nicht. Es sind aber diesmal so goldene Schrauben, auch super zum Verzieren und ja. 1000 Stück. Also wenn die eine mal verliert, nicht so schlimm. Und hier einmal die Nummer. Ganz viele Schrauben zum Verzieren. Dann Ösenringe. 200 Stück. Also Binderinge. Und zwar diese Größe. Leicht oval. Kann man immer gebrauchen, um Sachen zu verbinden. Und ja. Dann
noch einen Strang Perlen, und zwar diese Glasperlen in einem schönen Lavendel. Oder eher Flieder, würde ich, ja, doch ein ganz helles Flieder. Und super schön, sind auch wieder leider nicht so viele drauf. Das finde ich halt bei Strängen sehr, sehr schade. Und dann etwas zum Verzieren von Kistchen, wo ich schon gerade die Tüte kaputt gemacht habe. Und zwar sind das 3 Stück. Und zwar von diesen kleinen süßen Deckchen. Und die finde ich so süß. Die könnten auch in der Puppenküche auch als Tischdecke liegen oder so. Ja, super, super süß. Diese, ich weiß gar nicht, wie sie genau heißen. Aber ganz niedlich und ganz klein. Und ich lasse sie jetzt da auf dem Tisch liegen. Und diese super mega XXL lange Haul mit ganz viel ja, ist jetzt vorbei. Sorry, dass ich zwischendrin geschrieben habe, es war recht wichtig. Und ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video.